Richard Donners Das Omen von 1976 gilt für viele als Horrorfilm-Klassiker. Die Geschichte rund um Damien zog drei Fortsetzungen nach sich, eine dafür fürs Fernsehen sowie eine Neuverfilmung. Da kann es sich auch durchaus lohnen, bei diesem Franchise, was nicht die ganz große Bekanntheit hat, dennoch ein neues Kapitel zu erzählen. Und so erwartet uns nächste Woche mit Das erste Omen ein Prequel in den deutschen Kinos. Und dabei ist es gleichzeitig das Regie-Langfilmdebüt von Akesha Stevenson mit einem Budget von 30 Millionen Dollar wird hier also die Geschichte erzählt. Was passiert denn vor dem, was wir in Das Omen sehen? Und ich muss eins vorneweg sagen, ich habe jetzt gar keine großen Erwartungen an den Film gehabt, aber als ich rausgegangen bin, dachte ich, das ist ja einer der besten Horrorfilme in den letzten Jahren. Wahnsinnig atmosphärisch, Body-Horror mit ein paar Bildern, die ich so nicht vergessen werde, vielleicht auch zu explizit. Dazu die gesamte okkulte Ebene, die man normalerweise kennt, wenn Horrorfilme auf katholische Kirche treffen. Und wir ja gerade erst letzte Woche mit Immaculate und Sidney Sweeney im Kino hatten, wobei das hier aus meiner Sicht der deutlich bessere Film ist, stellt sich die Frage, worum geht es erst einmal? Der 120 Minuten, der übrigens ab 16 Jahren freigegeben ist, ich bei so manchen Bildern mir denke, ist das nicht vielleicht sogar ein FSK 18 Film und ab dem 11. April startet, erzählt die Geschichte von Margaret, die ihr Leben Gott widmet und deswegen auch die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1971 verlässt und nach Rom geht, um dort im Zentrum der Macht der katholischen Kirche zu dienen und landet quasi unter vielen Nonnen in einem Haus, in dem es darum geht, auch jungen Menschen etwas beizubringen, zu lehren und gleichzeitig seinen eigenen Weg, nicht nur aufgrund der Sprachbarriere, sondern so nah an Gott auch nochmal anders zu finden, mit einer Perspektive, in der die Gesellschaft sich aber nach und nach auf der Straße beginnt, auch von der Kirche abzuwenden und sehr wenig die Frage im Raum steht, wie schafft man es denn, seine Schäfchen wieder einzufangen, wenn es vielleicht nicht durch Liebe und reinen Glauben gelingt, was bleiben da noch für Möglichkeiten? Und Margaret wird feststellen, dass an diesem Ort nicht unbedingt merkwürdige Dinge passieren, aber sich Menschen merkwürdig verhalten, sie aber auch Albträume hat und die Frage ist, was ist denn dieser Horror, den sie da erlebt? Sind das Visionen? Sind das Vorstellungen, sind das Albträume oder gibt es hier etwas, das, wenn man zu tief gräbt, man vielleicht auf einmal Teil dessen wird? Mehr möchte ich an dieser Stelle zu Das erste Omen gar nicht verraten. Aber was ich sofort sagen muss, wenn der Film schon beginnt, fühlt es sich so an, als würde man im Kino sitzen, in einem Film vor 40 oder 50 Jahren. Die Kameraarbeit in Das erste Omen ist wirklich klasse. Ein körniger Look, der so aussieht, als hätte man mit Optiken aus jener Zeit gedreht. Es sind einige Zooms und Schwenks dabei, wie man sie in den 70er Jahren filmisch verwendet hat. Bei vielen Shots wird anstatt bei Top-Shots zum Beispiel durch Drohnen, wird mit Kränen gearbeitet, um auch die stilistischen Mittel aus jener Zeit zu verwenden. Dazu ein paar so fiese, explizite Bilder, aber trotzdem in weitesten Teilen der Verzicht auf klassische Jumpscares, mit dem sich viele Horrorfilme immer wieder durchretten, um das Publikum zu erschrecken, sondern wirklich Bilder in Ecken oder Ideen kreiert, wo man auf einmal anfängt, Dinge zu sehen oder so lange einfach die Kamera stehen lässt auf bestimmten Dingen, dass sie irgendwann gruselig werden. Nach dem Motto, wenn man zu lange in den Spiegel schaut, dann schaut er irgendwann irgendetwas zurück in einen hinein. Und da mag ich das Bild von der ersten Sekunde an, wo dann auch schon etwas von oben auf jemanden fällt und klar wird, hier versucht man auf eine ganz eigene Art und Weise mutig voranzugehen. Und der Akesha Stevenson, ich hatte so ein bisschen Interviews auch mit ihr gelesen, wirkte komplett auf dem Boden geblieben und weiß, was für einem Klassiker sie sich da annähert und trägt hier so den Anspruch, einen Film zu erzählen, wo man dann nahtlos Das Omen danach sehen kann, was ich unbedingt auch heute direkt tun werde und dann wahrscheinlich Das Omen die Tage auch bespreche. Und das muss erstmal ein Kinofilm schaffen, dass ich drin sitze und sage, ey, das ist irgendwie so, dass ich mehr aus dieser Welt jetzt sehen und erleben muss und möchte. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das dann auch so im Gesamtbild einfügt, wenn man zum Beispiel beide Filme hintereinander anschaut. Ist es vor allem auch Nell Tiger Free, die ich so ehrlicherweise gar nicht so wahnsinnig auf dem Schirm habe als Margaret. Die bietet hier eine richtig starke Palette von brutaler Leidensfähigkeit, von jemandem, der eine neue Welt entdeckt, der interessiert ist, der verspielt das erst einmal das Gute, versucht den Menschen zu sehen, auch wenn sie sich äußerst skurril verhalten und dann vor ihren eigenen Ängsten auf der einen Seite wahnsinnig erschreckt, aber nicht zurückschreckt und auch mutig in Situationen geht, wenn es darum geht, Leben zu beschützen oder Leben zu retten oder vielleicht etwas Großes, anderes zu verhindern. Und wie weit sie im Laufe von Das erste Omen gehen muss, ist physisch extrem aufreibend. Bei Sidney Sweeney zum Beispiel in Immaculate hat er eine wahnsinnig krasse Schreisszene und sie hat hier auf offener Straße eine Szene, die fast schon so wirkt wie eine Verwandlung in irgendetwas, wo ich mir denke, die Kamera bleibt da bestimmt eine Minute drauf und was sie da hineinpackt, dachte ich schon beim Schauen, ey, das ist mutig, das ist gewagt und das ist aber gleichzeitig so sehr intrinsisch, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, die trägt diesen Film mit so einer ganz, ganz fast schon
schon erschreckend faszinierenden Leichtigkeit richtig, richtig gut Nell Tiger Free. Und ringsherum gibt es dann eigentlich, weil diese Performance so viel vereinnahmt, eher so größere Komponenten, die man vielleicht benennen muss. Wie zum Beispiel eine Sonja Braga, die spielt Schwester Silva. Und das mag ich ganz gerne, wenn man in diesem Konvent oder in diesem Kloster ist es nicht, in diesem Orden da drin ist, dann gehen ein paar Sachen anders, als man es sonst von Horrorfilmen dieser Art kennt. Klar gibt es dann bestimmte Regeln, die zu verfolgen sind, aber es existiert auch ein Leben außerhalb dessen und vielleicht auch mit einer gewissen Freizügigkeit. Warum die dann da ist oder ob das überhaupt einen tieferen Sinn hat oder ob das einfach auch die Frage ist, okay, es kann ein Leben für Gott geben, aber es kann auch ein Teil des Lebens für mich geben. Da zieht sich so eine Ebene durch, wo ich dachte, oh, damit bricht man eigentlich was auf. Und das aber alles Anfang der 70er Jahre in Rom hineingepackt, mochte ich das total. Insgesamt ist auch das gesamte Ensemble eben das, was wir so kennen aus diesen stimmungsbeladenen Filmen, so verhangenen alten Gemäuern, in denen oft viele Bilder dunkel sind, Innenhöfe, manchmal fast auch wie Gefängnisse wirken können. Und ich so das Gefühl hatte, okay, man ist hier quasi in einer eigenen Gesellschaft und in einer eigenen Parallelwelt, in der man vielleicht nicht so einfach entkommen kann. Einzig allein Bill Nighy ist so ein bisschen als Kardinal Lawrence jemand, der wirkt, ich würde nicht sagen wie im falschen Film, aber irgendwie passt er da einfach nicht rein, weil der spielt im Grunde sehr oft ähnliche Abwandlungen von immer wieder so einer Art und Weise, wie man ihn auch in Interviews erlebt. Und auch hier kann er sich davon, wie ich finde, so gar nicht abheben. Und da glaube ich, hätte man deutlich unbekannter und wahrscheinlich auch besser besetzen können, wenn ich ehrlich bin. Über die Kameraarbeit habe ich schon genug geredet. Ich finde, das ist ein richtig tolles Beispiel, wie ich mir wünschte, dass Filme wieder aussehen. Und ich bin jetzt nur kein Kind der 70er, aber ich sitze vor einem Kino und ich merke, ich bekomme hier etwas anderes geboten, etwas mit einer gewissen Liebe und einer Idee dahinter, wie jemand möchte, dass ein Film aussieht und sich im Grunde damit auch von einem Original verneigt. Und ich so dabei, ey, das ist nicht dieser reingewaschene digitale 0815-Look, in den irgendwelchen Ecken irgendwelche Viecher krauchen und mich erschrecken sollen, sondern da wird sich auch ganz, ganz körperlich und nah in intimsten Sequenzen Zeit genommen und dann von einer Full-Frontal-Einstellung, in der Dinge verborgen bleiben, auf einmal in Profil geschwenkt, wo ich dachte, dieses Bild werde ich nicht vergessen, weil ich einfach so dachte, wow, das habe ich so noch nie gesehen. Und da wollen sie mich so ein bisschen nicht verneigen, aber ich finde diese Hingabe, wie man, wenn man sich fragt, wie möchte ich, was für einen Look und Feel mein Film hat, aufzubauen, dann macht das erste Omen das richtig gut. Über das Setting habe ich gerade schon geredet, relativ spärlich auf die Räumlichkeiten, aber diese alten Gemäuer, das, was man so ein bisschen erwarten kann in diese Richtung, ist die Musik für mich oft relativ dezent und vor allem das Foreshadowing dadurch, zum Glück in Horrorfilmen nicht so weit nach vorne gegriffen. Die Effekte sehen in weitesten Teilen praktisch aus, auch wenn da sicherlich einiges an CGI mit drin ist und Kostüme sind entweder diese Gewänder, die wir erwarten können, aber darüber hinaus, wenn man es dann mal anders anpackt, ein richtig spannender Kontrapunkt, weil eben unmittelbar vor diesen eigenen Gemäuern eben auch ein anderes Leben stattfindet und wir dadurch in so einem Mikrokosmos quasi die Angst sehen von der Kirche und einer Gesellschaft, die sagt, das ist nicht der Weg, den wir folgen wollen und die versucht auf ihre ganz eigene Art und Weise ihren Machterhalt zu sichern. Und damit gibt es eine höhere Ebene und deswegen sage ich, starke Kamera, Bilder, die unter Haut gehen, nimmt es ernst, ein Vorläufer zu einem Klassiker zu sein, eine richtig gute Hauptdarstellerin, nimmt sich vor allem Zeit, Stimmung zu erzeugen und setzt dabei kaum auf klassische Jumpscares und das würde gerade in diesem Umfeld so leicht funktionieren und die Effekte sehen dabei richtig gut aus. Unterm Strich ist der Film wahrscheinlich etwas zu lang, so Ende erstes Drittel, ich würde sagen, man könnte den so 10, 15 Minuten kürzer zählen, weil er sich manchmal doch ein bisschen zu viel Zeit nimmt. Bill Nighy wirkt einfach nicht so ganz wie am richtigen Ort und ich glaube, der Film könnte ein bisschen zu explizit sein für den ein oder anderen in der ein oder anderen Stelle, wobei es da im Grunde nur 3 oder 4 Bilder gibt, die ein bisschen stärker daherkommen. Am Ende komme ich raus bei 9 von 10 möglichen Punkten als Horrorfilm für das erste Omen und auch gegenüber so einem breiten Feld an Genre bin ich gerne bei 7,5 von 10 möglichen Punkten mit dabei. Und das hat, naja, Bock gemacht ist vielleicht die falsche Wortwahl. Aber mich auf jeden Fall die 2 Stunden ziemlich an den Kinositz gefesselt. Und damit habe ich vorher nicht gerechnet. Damit bin ich am Ende meiner Review zu Das erste Omen ab nächstem Donnerstag, dem 11. April, in den deutschen Kinos startend. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.